Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge habe ich euch gezeigt, wie man hier zum Kraftwerk kommt. Denn wir müssen hier hin, um Misty zu bekämpfen. Und ja, das Video könnte so eine Art Hilfe sein, wie man weiterkommt, so gesehen, für die, die stuck sind. Auf jeden Fall, wenn ihr gegen Misty kämpfen wollt, müsst ihr erstmal zum Kraftwerk. Das habe ich euch in der letzten Folge gezeigt. So, und nun, nachdem wir herausgefunden haben, wo das Problem ist beim Kraftwerk, gehen wir nun wieder zurück nach Azuria City. Müsst ihr einfach wieder zurücklangen. Ihr könnt auch zurückfliegen. Ich habe nur gerade mein Lugia nicht dabei. Dafür habe ich meinen Zerschneider-Pokémon reingetauscht. Vielleicht nicht die beste Idee gewesen, denn jetzt muss ich wieder alles zurücklatschen. Aber naja, passiert. Ist kein weiter Weg. Die Route ist ja nicht so lang. Zack, weg. Schneiderbaum aufmachen und dann sind wir schon wieder direkt hier. Und hier in der Arena, müsst dann hier in die Arena rein und dort befindet sich, ich muss ihn gerade suchen, aber er ist hier in der Arena. Ups, tut ja so leid mir, du nicht verletzt, du okay? Ich schwer beschäftigt, nicht Seife retten, nicht gut, wenn ich gesehen werden. Oh nein, du mich schon rausgesehen, ich großes Fehler gemacht. Ey, du vergessen, dass du mich gesehen, ja? Du nicht sehen, hören und wissen. Tschüss, Kleiner. Und tschüss. Ja, der war jetzt hier in der Arena, den musste ich kurz suchen. Und jetzt, glaube ich, ist der entweder rechts im Haus oder oben am Cup, da wo Bill normalerweise ist. Okay, ist er nicht. Dann ist er, glaube ich, beim Cup oben. Da schau kurz nach. Ja, der ist halt hier. Hey Kleiner, ich sein von Team Rocket. Sein aus fremde Land. Trainer 1 ich sein. Geglaubt, wenn nix Energie mehr. Mach viel Panik bei Leute. Geheim mein Auftrag sein, ich dir nix verraten. Doch, wenn mich besiegen, ich sein lieb und dir verrate Geheimnis. Du, Kind, kämpfen lass uns. Ja. Dann kämpfen wir halt. Okay. Dachte, er wäre ganz hinten am Cup. Vielleicht geht er noch gleich hin. Oder so. Ja, der kann nichts. Level 30 Golbert. Kann nichts. Er kann wirklich nichts. Ich meine, was will er mir antun? Flügelschlag. Oh nein. So, Kratzer. Und dann ist er weg. Das war's. Cooler Team Rocket Rüpel. Uff, nein, glaube nicht, ich kann. Stark sehr du sein. Ich nix für Gegner für dich. Okay, verraten dir meine Geheimnis. Spule, gestohlen von mir. Versteckt die Arena der Azuria City. Wasser sein, gute Versteck. In Mitte von Arena Wasser sein. Bup, du mich vergessen nicht. Besiege dir, wird sie im Rocket tun. Werden kommen aus Yoto, meine Freunde. Rächen sie werden tun. Was du sagen, Team Rocket nichts mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagen? Oh nein, ich tun was jetzt machen. Nun, das geht da heulen. Ja, da, so einfach kann es laufen. Also, super easy. So, jetzt gehen wir hier in die Arena rein. Spule soll ja hier in der Mitte der Arena sein. Ich vermute mal hier, maybe? Ja, einfach hier. Ich habe random einfach auf diesen Spot A gedrückt. Es ist hier. Vielleicht ist es auch irgendwo an dem vier Teils. Ja, da habt ihr die Spule. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Kraftwerk. Dafür hole ich jetzt doch nochmal wieder meinen Knofenser raus. Zack. Zack, ablegen. Lugia. Mitnehmen Knofenser, damit ich schön Zerschneider habe. Ja, also es ist null schwer, es ist auch null stark. Ab diesem Zeitpunkt, wenn man in dieser Stadt ist, sollte man ihn eigentlich easy peasy killen können. Besiegen können, nicht killen, das ist ein friedliches Spiel hier. Ne, alles klar. So, blum. Schon aufgemacht. So, jetzt seht ihr mir schön zu, wie ich den ganzen Weg rüberradel und ein paar Passanten stoße. So, ein bisschen hier hoch. Blum. Okay. Und nun geben wir die Spule ab.
kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Ich bin schon fertig, mein Freund, falls du es noch nicht bemerkt hast. Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Ja, wir haben den. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demolierte, ist er traurig und wütend zugleich. Ja, das wissen wir alles schon. Ich dachte, die sagen um was Neues. Tun sie doch nicht. Oh ja. Das ist die fehlende Spule meiner geliebten Generators. Meines. Du hast sie gefunden? Oh, danke. Als Belohnung gebe ich dir diese TM. TM07. TM07 enthält Blitzkanone. Eine sehr starke Attacke. Sie ist nicht sehr präzise, aber du kannst jemanden damit ordentlich schmoren. Das ist eine sehr gute Attacke, die mir sehr gut gefällt. So, und jetzt, wo der Magnet so wieder funktioniert, sollte man eigentlich auf Misty wieder antreffen können. Ich weiß nicht, ob die direkt schon in der Arena ist oder ob man erstmal zurück zum Cup muss. Das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Aber wir werden jetzt noch gegen Misty kämpfen. Ist das nicht cool? So, Fahrrad ausholen. Was man ebenso aus der Tasche ziehen kann, wie jeder weiß. Ganz normale Logik, das ist kein Scheiß. Wir gehen hier lang und machen uns hier auf. Rhythmus ist kaputt, ich hab vorgespult, yay. So, in der Arena ist sie, glaube ich, nicht, oder? Ist sie direkt in der Arena drin? Nope, ist sie nicht. Nope. Okay. Dann wird sie wahrscheinlich oben beim Cup sein, also da. Die Route über uns. Und dann nach rechts gehen. Da, wo halt Bills Haus ist. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich sag's auch gerne nochmal. So, schön Lugia dabei haben. Ich mag nämlich gerne wieder zurückfliegen, auch wenn der Weg nicht lang ist. Durch den ganzen Wald hier, das Labyrinth hier. Oh, und da sind sie. Was war gerade passiert? So ein Herzsymbol. Und dann so, oh fuck, da ist ein Typ. Scheiße, das ist doch geheim. Niemand soll wissen, dass ich Quatsch auf Misty hab. Oh, warum musst du jetzt auftauchen und uns stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage. Du hast richtig gehört, Plage. Oh, die Orden, die du hast, sind das Arena-Orden aus Kyoto? Wenn du 8 hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Arena von Azuria City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City. Ja, sorry. Boah, Rosemarie, was willst du denn jetzt? Bist du Rosemarie? Wie sind die Dinge? Willst du kämpfen? Nein. Baum. So, und so einfach geht das. Ich weiß nicht, wie Leute Probleme mit haben. Ist eigentlich super einfach. Habe ich auch als Kind damals rausgefunden. Also, ja. So, ab in die Arena. Let's go. Ich bin ready. Let's go. Wir kämpfen jetzt gegen... Wisst ihr, auf einmal sind hier Trainer überall, okay? Hey, du Champion Spee! Nachdem Misty weg war, bin ich auch los, um Spaß zu haben. Ja, es ist eigentlich offensichtlich. Misty hat Wasser-Pokémon. Pflanze oder Elektro wäre das Beste. Wir haben ein sehr, sehr starkes Elektro-Pokémon, aber da ich gerne die anderen Pokémon noch leveln möchte, vor allem Lugia, tue ich mal ein bisschen Lugia nach vorne. Ah, falls ich es brauche, werde ich dann wieder auf Ampharos switchen. Erste, fang mich doch! Ja, du mit deinem Gorilla kann er sowieso nicht schwimmen. Bogdan. Ein Seepa. Level 32. Sehr enttäuschend. Du hast ein Seepa nicht entwickelt. Wow. Ich glaube, Lugia war doch keine allzu gute Idee. Oh, Lugia. Killt das jemand in Twit? Cool. Das darf nicht wahr sein. Oh doch. Misty ist in den letzten Jahren immer besser geworden. Sei auf der Hut, sonst wirst du platt gemacht. Okay. Ich hoffe, meine elegante Art zu schwimmen zermürbt dich nicht. Ich hoffe, ich zermürb dich nicht. Oh. Shots fired. Okay, interessanter Sprite. Falls wir noch nicht gesehen haben. Luftstoß, One-Hit. Und noch ein Gold King. Gegen das setzen wir mal Fliegen ein. Brauchen wir auch zweimal und das war's.
Oh, du hast mich ohne viel Aufhebens erledigt. Aufhebens? Okay. Habe ich falsch vorgelesen? Nee, oder? Freue dich nicht so sehr über deinen Sieg. Missy wird dich fertig machen, wenn du selbst gefallen wirst. Niemand wird mich besiegen können. Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Lass uns anfangen. Warum hörst du dich an, als wärst du Misty? Warum? Enteron? Kleiner Rant über Enteron. Ich dachte immer, es wäre Wasserpsyche, weil Enteron ist Wasserpsyche und dann ist Enteron nur Wasser. Was soll der Scheiß? Das Ding sieht mehr Psyche aus als Enteron. Ich hasse es bis heute. Genauso wie Lugia ist nicht Wasser, aber das wisst ihr alle. Ja, komm, sei leise. Bye, bye. Ich gebe auf, das gewonnen. Ich werde in Ruhe vor mich hinschwimmen. Ja, ich hoffe, das tust du. Misty ist in den letzten Jahren immer besser geworden. Ah, das habe ich schon. Mit denen habe ich schon geredet. Okay. Gut, dann let's go. Ich habe dich erwartet, du Nervensäge. Du hast zwar viele Orden von Johto, aber unterschätze mich lieber nicht. Meine Wasser-Pokémon sind hart. Oh, shit. Hübscher Sprite, Misty. Also, Enteron Level 42 ist impressive, aber Luftstoß ist viel mehr impressive. Okay, das macht ziemlich gut Damage. Surfer? Oh oh, oh oh, oh oh. Okay, passt. Macht gar nichts eigentlich. Ich weiß nicht wieso, ich dachte, das macht jetzt viel mehr Damage. Ja, komm, setz mal Fliegen ein. Dann spiel mal ein bisschen vor, weil Fliegen dauert so lang. Lapras? Lapras kann gefährlich werden. Oh, schön, das Sprite. Lapras hat echt viele Farben irgendwie. Na, okay, du wirkst nur so, glaube ich. Ah, nee, wirkt nur so. Nur so hat es aber nicht. Hat nur sehr viel Shading. Das sieht aber sehr gut aus. Volltreffer. Oh, Blizzard. Blizzard ist eine böse Attacke. Ja, dachte ich mir. Blizzard ist eine sehr böse Attacke. Shit! Okay, dann Amphi! Du musst aber einstecken können, denn ich werde ganz kurz Lugia beleben. So, Blizzard. Ja, easy. Jetzt aber eigentlich schon gewonnen. Morlord. Das Problem ist bei Morlord. Morlord ist Bodenwasser. Das heißt, Elektro macht keine Wirkung. Ich wollte es nur zeigen. Das ist also das Problem. Das Einzige, was effektiv ist, ist Pflanze. Und ich wollte in diesem Playthrough keine Pflanze-Pokémon haben. Ja, da habe ich die. Da habe ich das Salat. Da habe ich eben nicht. Wie auch immer. Erdbeben könnte sehr gefährlich werden. Ich glaube nicht, dass ich überlebe. Ich glaube, ich sterbe. Was? Ich habe es überlebt? Okay, nice. Aber ich werde switchen. Das ist mir zu risikohaft. Melly. Ich würde sagen Melly. Oh, macht er so viel Damage? Oder war das gerade nur, weil Melly doch erschöpft war vorher? Ich halte mal ganz kurz. Okay, geht. Geht. Es geht. Biss hat einen Volltreffer. Es regnet. Okay. Ist ausgewichen. Es regnet immer noch. Surfer. Ist mir egal. Du bist tot. Starmie. Ich bin nicht Level Up. Geil. Okay, Starmie ist natürlich das Signature-Pokémon von Misty, zumindest in den Spielen. Im Anime wäre es vielleicht, weiß nicht, Enteron oder Togepi. Obwohl sie da auch eigentlich ein Shendo hat. Ja. Auf jeden Fall in den Spielen ist ihr Signature-Pokémon immer ein Starmie, was bekannt dafür ist, sehr stark zu sein. Ich meine, Starmie ist auch ein sehr gutes Pokémon, actually. Ist ein bisschen underrated, wie ich finde. Ich sehe kaum jemanden Starmie benutzen. Obwohl Starmie sehr gut ist. Gut, ich selber benutze es auch nicht, aber ich würde es benutzen, wenn ich bei dir die Gelegenheit dazu hätte. Auf jeden Fall. Starmie ist ein gutes Pokémon. Komm, Surfer. Stecke ich hoffentlich gut ein. Und du bist One-Hit hoffentlich. Komm schon. Sehr effektiv. Du bist noch ein Level über mir. Ja, nice. Ja, das war Mr. Misty. Das war's. Du bist wirklich gut. Ich gebe zu, dass du sehr geschickt bist. Hier hast du den Quellon.
Bla 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 bla. Gibt es viele starke Trainer wie dich in Johto? Eines Tages werde ich mich aufmachen und gegen einige ausgebildete Trainer kämpfen. Mach das. Hat sie mir jetzt keine TM gegeben? Ich glaube, die machen das irgendwie gar nicht mehr. Fällt mir das jetzt auf. So, ich habe ja noch Blitzkanone. Als TM. Ich habe nämlich die Folge schneller fertig, als ich dachte. Gegner wird paralysiert. Wow. Hat das irgendwie Attack-Kraft oder so? Gegner wird paralysiert. Das heißt, dass ich die andere Attacke, die ich habe, wegmachen kann. Donnerwelle. Mache ich das. So, Blitzkanone. Und jetzt gucke ich kurz nach, was genau Blitzkanone eigentlich kann, weil ich habe das kaum jemandem jemals gegeben, was ich so Attacken, glaube ich, gehen. Ja, falsch rum. So. Okay. Wir dann paralysiert, Elektroschlag, eventuell Paralyse. Also, Blitzkanone ist basically Donnerschlag mit weniger AP, aber als bessere, viel bessere Attacke. Jo. Cool. Freut mich. Na, ist nice. Okay. Was können wir noch machen? Unser nächstes Ziel wäre actually Lavandia. Wir können uns ja schon mal auf den Weg machen. Ich meine, was spricht dagegen? Wir müssen sowieso wieder als nächstes nach Lavandia. Wir gehen den langen Weg. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück Richtung Kraftwerk. Heißt, ich brauche mal wieder mein Clefanser. Aber ich tue diesmal ein anderes Pokémon ablegen. Jawohl. Komm, leg einfach wieder Lugia. Ich dachte mir erstmal so, ich will eigentlich Lugia leveln, aber das kann ich ja auch noch nachher machen. Ich glaube, der Berg ist sowieso nicht so lange. Der Berg zu Lavandia. Der sollte zumindest nicht so lange sein. Sollte nicht. Ich weiß es nicht mehr. Verdammt, falscher Weg. Es geht hier rum. Ja, so, jetzt fahren wir halt den ganzen Weg wieder zurück. Ist aber auch kein Problem. So, und ich würde gerne wissen, wie ihr so zu Misty steht. Und zum Beispiel auch, findet ihr sie schwer? Habt ihr lange gebraucht, das herauszufinden, wie man überhaupt Misty antreffen kann? Und all das. So, und hier müssen wir jetzt rein. Von diesem Berg habe ich gesprochen. So, ich werde kurz heilen, damit ich hier wieder gleich ankomme. Ach, warte. Ganz, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja wieder mein Pokémon rausholen. Yay! Oder nee, ich habe falsch gedacht. Denn wir brauchen hier in dieser Höhle Blitz. So, und deshalb habe ich nochmal Clefanser rausgesucht. Und kann Clefanser schon Blitz oder muss ich es noch erlernen lassen? Er kann schon, okay. Ein gleißender Blitz erhält das Gebiet. Oder warum sieht man alles? Yeah. So. Oh, cool, hier ist ein Item. X-Treffer. Nehme ich nicht mit. Mag ich die Items nicht. Die X-Items, ihr wisst das. Aber für die, die es interessiert, da gibt's eins. So, solange werden wir jetzt auch nicht mehr weitermachen. Ich möchte nur kurz ein bisschen in die Höhle rein. Warum habe ich Amphi vorne? Ich möchte nicht Amphi vorne haben. Ich möchte Ovut vorne haben. Ovut, weil warum nicht? Schön spannend die Musik hier. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Oh, hier ist ein Item. Ein Eisen. Okay. Wenn man es braucht. Ich werde jetzt wahrscheinlich gar keine Items einsammeln. Was kann das sein, dass es hier gar keine Trainer mehr gibt? Ist ein bisschen lazy. Aber sieht bisher so aus. Sieht bisher. Ist ein Item? Ist wirklich gar nichts. Ist ja voll Totenstille hier. Wie so eine verlassene Ruine oder so. Ein Beleber! Nett. Nehme ich mit. Und noch ein Item. AP Plus. Jo, da ich gerade Platz dafür habe, nehme ich es mit. So. Ganze Kleinsteins. Können ja alle mal ihre Schnauze halten. Okay, hier geht's nach oben. Dann müsste hier noch ein Item sein, richtig? Richtig? Ja, ein Top-Trank. Sehr schön. Kann sein, dass ich hin und wieder mal Items vergesse oder verfehle. Kann sein. Ist mir aber auch egal, actually. Hier könnte noch ein Item sein. Oh, Mashok. Level 14? How is that possible?
Ja, ist noch ein X-Abwehr. War mir schon klar, das sah so suspekt aus. TM47? Okay. Bin ich mal gespannt. TM47. Das ist... Stahlflügel! Harte Flügel treffen den Gegner. Schöne Stahlattacke. Gefällt mir. Kann das jemand erlernen bei uns? Dachte ich mir. Ja, dann Lugia könnte es vielleicht erlernen. Dann würde ich Lugia... Na, wohl Lugia aber auch schon... Kaskara. Blöd. Schade. Ich mag das eigentlich. Und ja, die Höhle ist super chillig. Cool, dann sind wir noch in dieser Folge durch die Höhle durchgekommen. Und wir sind in Route 10. Von Azuria City nach Lavandien. Und da machen wir dann ab nächster Folge weiter. Beim Lavandia-Turm.